Ein paar süße Snacks nach der Schule und dazu eine große Flasche Lachgas. In Gifhorn blieb vielen Eltern nun das Lachen im Halse stecken. Denn die Modedroge in jugendlich ansprechender Verpackung gibt's hier nun am Automaten. Und das auch noch in der Nähe der benachbarten Realschule. Doch der Landkreis Gifhorn ist machtlos. Eine pauschale Untersagung des Inverkehrbringens von Lachgas durch die Veterinärbehörde ist nicht möglich, weil es sich um ein freiverkäufliches Produkt handelt. Denn offiziell ist das Lachgas zum Aufblasen von Ballons oder Aufschäumen von Sahne. In der Realität inhalieren es immer mehr junge Menschen als Partydroge. Die Folgen? Ein Rauschzustand, Halluzinationen, Glücksgefühle. Doch der regelmäßige Gebrauch kann wohl zu Nervenschädigungen führen. Auch ein akuter Sauerstoffmangel in Gehirn und Organen droht. Der Betreiber, der noch mehr Automaten in Gifhorn aufgestellt hat, möchte nicht vor die Kamera. Er sieht sich aber auch moralisch im Recht, sagt uns. Lachgas ist frei verkäuflich, auch an Minderjährige. Ich habe an den Automaten sogar freiwillig eine Altersbeschränkung ab 18 Jahren vorgesehen, weil ich selbst Kinder habe. Ohne Ausweis kein Lachgas. Und tatsächlich, sogenannte Sahnekapseln kann man in den meisten Supermärkten ohne Altersbeschränkung kaufen. Politiker fordern hier schon länger strengere Auflagen. So entrüstet sich der Automatenbetreiber weiter. In Zeiten, in denen der Konsum von Cannabis in 100 Metern Entfernung von Schulen gesetzlich erlaubt ist, halte ich die Diskussion um unsere Automaten für nicht angemessen. Der Landkreis will nun trotzdem prüfen, ob die Kartuschen unter das Lebensmittelrecht fallen. Solange bleibt den besorgten Eltern hier in Gifhorn wohl vorerst nur die Aufklärung darüber, dass Lachgas sicher nicht nur zum Lachen ist.